Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich melde mich hier aus Goa in Indien und ich habe mir gedacht, ich rede mal ein bisschen weiter über das Thema Gesundheit. Ich habe jetzt schon zwei Videos dazu gemacht, einmal zum Thema Rohkost und Sport und dann einmal zum Thema Barfußlaufen. Und in diesem Video möchte ich einfach mal das Thema Sonne und Vitamine thematisieren. Also bei mir war es halt immer so, und ich glaube, so sind die meisten auch groß geworden, dass es immer heißt, von wegen, ja, versuch die Mittagssonne zu vermeiden. Die Mittagssonne ist ganz, ganz schädlich. Wenn du im Sommer irgendwie im Urlaub bist, trag schön Sonnencreme auf, dass du dich nicht verbrennst. Sei da ganz, ganz vorsichtig. Und nachdem ich mich die letzten Jahre auch mit dem Thema viel beschäftigt habe und einfach mal überlegt habe, wie die Natur das vorsieht, weil wenn man sieht, ich meine, Sonne gibt uns Energie, Sonne ist Leben, Pflanzen, wir genauso wie Pflanzen brauchen wir die Sonne. Wir, ja, ich meine, man sieht das auch immer, ich meine, ich komme aus Hamburg, da sobald im Winter mal irgendwie die Sonne rauskommt, sind alle Menschen irgendwie an der Elbe, an der Alster, die Sonne ist Leben, die Sonne fühlt sich gut an für uns, insofern ist es eigentlich total, total unsinnig, die Sonne zu vermeiden. So, und wie mache ich das jetzt? Also wie gesagt, früher, immer wenn ich gereist bin, ich bin dann halt viel in tropischen Ländern gereist, habe dann entweder ja immer Sonnencreme aufgetragen oder ich bin tatsächlich viel im Schatten gelaufen, habe halt wirklich auch die Sonne vermieden. Ja, und wie mache ich das jetzt? Also ich habe jetzt die letzten zwei Sommer eigentlich damit angefangen, dass ich im Frühjahr schon viel nach draußen gegangen bin, dass ich da immer Sport mittags gemacht habe mit möglichst wenig Sachen an. Und dann war es dann halt auch mal so, dass wenn dann Sommer war, dann hatte ich immer schon eine ganz gute Bräune. Dann konnte ich auch mal mittags rausgehen, dann konnte ich mich auch länger in die Mittagssonne legen. Und dadurch, dass ich schon sozusagen meinen natürlichen Sonnenschutz hatte, hat die Sonne mir nicht so viel ausgemacht. Ich meine, wenn man auch sieht, die Sonnencreme ist eigentlich nichts anderes als Chemie, die man sich draufknallt, dann nimmt der Körper auch viel von dieser Chemie mit auf. Das ist bestimmt nicht gesund. Und insofern, jetzt in diesem Urlaub, ich bin aus dem deutschen Winter gekommen, ich bin jetzt knapp 4 Wochen hier, da bin ich natürlich zu Anfang, bin ich ein bisschen vorsichtig mit der Sonne gegangen, ich bin halt aber tatsächlich auch viel einfach immer so 10, 11 Uhr an den Strand gegangen, habe dann da irgendwie gefrühstückt, habe dann da ja, die Sonne genossen und da habe ich es dann einfach intuitiv gemacht. Ich habe geschaut, hey, wenn die Sonne langsam anfängt zu brennen, ist das Zeichen für mich, dass ich aus der Sonne rausgehen muss. Und das hat meistens auch mal ganz gut geklappt, bis auf 2-3 Mal, wo es ein bisschen windig war. Dann konnte ich zu meiner Intuition, oder ihr wisst, wie es dann so ist, so von wegen, wenn es so windig ist, man spürt die Hitze dann nicht so. Das fühlt sich dann irgendwie ja, einfach nicht ganz so heiß an und dann kann man sich schnell verbrennen. Und ja, aber ansonsten hat das sehr gut geklappt, dass ich halt einfach mich langsam vorgetastet habe. Und ihr seht, ich habe jetzt ganz gut Farbe bekommen. Und ich fühle mich, ja, die Sonne gibt mir Energie, die Sonne gibt mir gute Laune. Insofern, das kann ich jedem nur raten. Jetzt, auch jetzt, wenn das Frühjahr in Deutschland oder in Europa oder wenn der Frühling in Europa kommt, dass man einfach viel rausgeht, besonders mittags, und nicht sich vor der Sonne versteckt. Ja, jetzt heißt es ja immer, dass wenn wir im Winter, wenn wir da nicht so viel Sonne haben, dann muss man da supplementieren, muss man Vitamin D supplementieren. Grundsätzlich ist ja auch dieses Denken so von wegen, ja, wenn wir uns nicht ausgewogen genug ernähren, dann müssen wir irgendwie hier Vitamin C nehmen, dann müssen wir Vitamin K2 und alle möglichen Vitamine nehmen. So habe ich früher eigentlich auch gedacht. Ich habe vor einem knappen Jahr habe ich zum Beispiel noch einen Vortrag von Dr. Spitz geteilt, der tatsächlich auch sagt, immer schön in die Mittagssonne gehen, möglichst viel Mittagssonne tanken. Aber er sagt auch, im Winter sollte man Vitamin D supplementieren. Das habe ich auch, habe ich auch ab und zu mal gemacht, relativ hoch dosiert. Ich müsste nochmal nachschauen, wie viel das war, aber ich glaube irgendwie 4 oder 10.000 μ oder was da die Einheit ist. Auf jeden Fall relativ hoch dosiert. Da hatte ich auch noch solche Tabletten, weil ich mal so eine Zahn-OP hatte. Bei der Zahn-OP hat man, ganzheitlicher Zahnarzt hat immer darauf geachtet, dass der Vitamin-D-Spiegel hoch genug ist. Dann haben wir den auch immer gemessen und wir haben den einfach nicht hochgekriegt. Da war es halt einfach, es war im Sommer, ich war gut gebräunt, aber trotzdem ist der Vitamin-D-Spiegel relativ weit unten gewesen halt so. Und da habe ich auch schon irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt mit diesen
Messung nicht, irgendwas stimmt da nicht. Intuitiv war mir das auch irgendwie zuwider, dass man irgendwie was isoliert nimmt und das dann in Tablettenform einschmeißt. Und jetzt bin ich Next Level, mit denen ich auch viel zusammenarbeite, mit denen ich die mich viel bei Videos beraten. Ich habe auch mal mit Marvin, der Pressesprecher ist von Next Level, habe ich ein paar Interviews gemacht. Wir waren auch zusammen beim Virologen bei Professor Streit an der Universität Hamburg. Und ja, die haben jetzt, seit ein paar Wochen haben die mehrere Beiträge zu Vitamine gepostet und da hat sich eigentlich das bestätigt, was ich intuitiv sowieso schon gespürt hatte, dass das einfach genauso wie Viren Kunstprodukte sind. Wenn man sich auch mal anschaut, wie diese Vitamine hergestellt werden, ist das alles andere als natürlich. Das ist ein langer chemischer Prozess, wo viele giftige Chemikalien zum Einsatz kommen. Die schmeißen uns da alle ein. Insofern, anstatt sich mit Vitaminen da was Gutes zu tun, vergiftet man sich nur. Und insofern, also ich habe die letzten Jahre mehr oder weniger Vitamine, ich würde sagen, immer mehr habe ich sie rausgelassen. Ich habe die immer mehr runtergefahren, einfach ganz intuitiv. Und ja, das war offenbar wohl die richtige Entscheidung. Also ich will da nicht ganz so tief drauf eingehen. Ich blende jetzt mal ein paar Beiträge ein. Schaut da gerne mal rein. Ich habe das alles bei mir bei Telegram geteilt und belest euch da selbst. Das hier einfach nur als Video, als kleiner Impuls, da einfach mal seine eigenen Experimente zu machen, einfach mal ein bisschen selbst zu lesen. Und ja, das war's von mir. Also, ich schicke euch sonnige Grüße aus Goa und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.